Leute, ich bin's wieder, Baran und Joe 030. Heute der letzte JMs-Test für euch, von mir. Es handelt sich um den JMs Butterscotch. ja, zum Schnitt einmal so den Zipper, er ist wieder sehr fein. Dann mal in der Bowl, im Kopf meine ich. Vielleicht erkennt man es ja. Er ist doch recht feucht, zum Geruch. Er riecht leicht nach Karamell mit einer etwas herben Unternote. Als würde man irgendwie einen Kaffee nehmen, wo man Karamell reinschüttet. Ungefähr so in der Art. Ja, ich rauche mit der Vortex Bowl. Simba Setup. Kohle geht gerade durch, hört man ja vielleicht. Und ich merke mich wieder, wenn ich angeraucht habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kopf ist angeraucht. Wie schon gesagt, ich benutze die Vortex Bowl mit Simba Setup, nur mit zwei Lagen Alufolie, da James viel Hitze braucht. Dem Kaya Imperator mit der Kaya Rookie, die ich auch noch testen werde, und die Mia Chick, die ja doch im Forum recht unbekannt noch ist. Aber der Yannick, aka Hemster, hat sie ja schon mal getestet. Aber das ist ein anderes Thema. Zum Rauch. Schöne weiße dichte Wolken. Eigentlich raucht der James noch etwas stärker, aber der Shot hat schon ein bisschen länger gelagert und hat ein bisschen am Molasse verloren. Das heißt verloren von dem User, den ich den Tabak bekommen habe. Der hat es in der Dose gelagert halt, oder in einem Zipper, keine Ahnung. Und die meisten Molasse ist nach unten gesickert. Und dadurch ist der Tabak etwas trockener als sonst. Zumindest bei mir. Zum Geschmack. Ja, man schmeckt Karamell raus, sehr lecker. Und wie auch beim Geruch eine leichte herbe Unternote. Breeber manche geschrieben, er riecht und schmeckt nach.